Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch ein paar und die schönsten meiner Blumensammlungen ausstellen. Dann habe ich hier noch diese. Die zeige ich euch heute nicht, sondern diese. Wir fangen bei den Schlangen an. Ich habe hier 4 Weinblumenschlangen. So in schwarz und weiß. Dann zu der das Baby. So hier. Hier auch das Baby. Ja. Machen wir weiter zu meiner kleinen Eule in grün. Ja, das sieht auch aus wie eine Eule. Dann habe ich hier ein Bienchen, Siemchen. So. Das ist dann da hinten hier der Stachel. Dann meine Lieblingstiere, die Hasen. Das ist so ein Hasengesicht. Das finde ich auch ganz niedlich. Und das ist dann so ein fetter Hasekörper. Ja, das ist so ein Hasenkörper. Sieht eher nach was anders, aber ich finde es auch ganz toll. Dann zu meinem Monster. Ja, ich finde, das sieht sehr lustig aus und maskulin mit seinen Augen. Dann diese Minium, wo es dann halt die Figuren gibt aus den Filmen. Ich einfach dich und besser dich und so. Das ist das Teil. Dann zu meinem Handschmuck. Ja, ich habe den mal so in Orange und in Gelb, in Grün und in Blau und in Pink und in Rot. Ich mache das einmal so um. So trägt man dieses Teil. So, jetzt kommen wir zu den Haarbändern. Was sind so die Haarbänder? So bunt, Regenbogenfarben. Und dann halt mal dieses. Davon habe ich euch auch ein Armband, was ich euch zeigen werde. Gut, dann kommen wir zu meinem Hexerfisch-Armband. Das habe ich mit einer Gabel gemacht. Ja. Dann zu etwas sehr Lustigen. Ein Puppenrock. So, da kann dann halt eine Puppe rein. Da könnt ihr es aber auch so als Schmuck bezeichnen, indem ihr es so macht. Ja, so sieht es von innen aus und so von außen. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem kleinen Panda-Bär. Finde ich auch ganz niedlich. Sowas halt, das ist mit Aliofolie gemacht. Also dieses Teil ist aus Aliofolie. Dann das hier, das ist sowas wie ein Stifterhalter, nur das radiert. Also mit Blumenbänder kann man auch radieren. Dann das sind auch solche schönen Armbänder. Ja, das einmal in Orange und das einmal in Pink. Dann das hier, das BFF-Armband. Da habe ich dann hier so Buchstaben reingemacht. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, dann noch so eins, das habe ich mir selber ausgedacht. Dieses Armband. Dann das hier. Gut, dann das Weinblumen Rosenarmband. So in Weiß, Grün und in Pink. Das Perlenarmband habe ich auch schon mal ein Video von gemacht. Dann ein sehr schönes Leiternarmband. Auch mit Weiß halt statt Schwarz in Regenbogenfarben. Dann hier diese lustigen Ringe. Ich mache diesen mal rum, dass ihr das richtig sehen könnt. So trägt man das. Ja, dann hier noch so einer. Das sind so solche Knubbeln, Bubbeln drauf. Das könnt ihr auch so ranmachen, dass es so aussieht. Dann dieses Armband. Das finde ich sehr lustig, damit könnt ihr schön spielen, wenn euch langweilig ist. Dann, das habe ich mir auch immer selber ausgedacht. Das sieht so aus, als hättet ihr das Armband selber geflochten. Dann das Weinblumen-Perlen-Armband, also falsche Perlen-Armband, das sind ja keine echten Perlen. Das Whisky-Armband.
oder keine Ahnung, wie das heißt. Irgendwie halt. Dann kommen wir zu diesen Armband. Also das macht man eigentlich mit Monster-Tail, aber das geht auch mit den Lumen. Ja. Dann, das sind die einfache Rainbow-Lumen-Armbänder. Damit fängt man an mit den Lumen. Mal ein Schwarz und so ein Gelb, Grün und Pink. Dann habe ich hier ein kleines mythisches Gänseblümchen. Ja, das sieht wie eine ganze Blume aus. Das ist auch eine. Jetzt kommen wir zu den größten meiner Blumensammlung. Das ist das Rainbow Springseil. So. Damit kann man wirklich springen, das ist auch fest, das reißt eigentlich auch nicht, wenn ihr es zu doll dehnt. Genau, dann hier ein Gürtel oder ein Haarband, das ist aus der Fischgrätenmethode. Dann die Spiralarmbänder, die ihr so schön drehen könnt oder auch wie einen Kasten lassen könnt. Hier Fishtail-Armbänder, die man auch mit Monster-Tail machen kann. Ja, so sehen die aus. Dann eine Schleife, also so eine Schleifenring. Ja, den kann man auch mal drum machen. So sieht das aus. Dann das Knoten-Armband. Das ist ein Armband, weil es etwas länger dauert, aber es sieht auch cool aus und das kann man auch so ran machen. So sieht es auch nicht ganz schlecht. Dann das nenne ich selbst Planetenarmband, das heißt auch glaube ich mal so. Dass ihr solche weißen Teile und da drin so schwarze habt. Dann das so ein Bimbo-Armband. Ja, also weil das solche Dinge halt hat, da heißt es wirklich auch Bimbo-Armband. Dann das doppelte X-Armband, das ist halt auch sehr schön. Das habe ich mit Lumen gemacht. Das habe ich mal als Anhänger, weil es hier gerissen ist. Das ist jetzt ein Anhänger. Ja, dann kommen wir zu welchem Armband? Zu diesem Armband. Das ist das Dragon Scale Armband. Das ist in Neonfarben gemacht. Könnt das auch richtig schön aufziehen. Das sieht erst gut. Dann jetzt zu diesem Armband. Das ist ein geflochtenes Rainbow Lumen Armband. Das habe ich ohne Lumen gemacht. In so drei Farben. Dann kommen wir jetzt mal zu meinen Dreifacharmbändern. Das hier ist auch ein Dreifacharmband. In dunkelblau, also der Rand, grün, pink und orange. Wieder ein Dreifacharmband. Ja, das hier, das habe ich nicht verlängert. Das habe ich mit den Monolumen angefertigt. Das ist ein Dreifacharmband mit Noppen. Die sind sehr fest und die fühlen sich auch schön an. Die stinken nicht. Dann dieses. Das war einer meiner ersten und ich finde es auch sehr schön von den Farben grün, orange und rot. Dann dieses Armband in grün, pink und so gelb. Das finde ich auch ganz toll. Und das hier ist sowas ähnliches, also wie ein Dreifacharmband. Das hat dann hier an der Seite noch sowas drin, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Dann hier, das ist ein Perlenarmband. Das habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt. Dann kommen wir jetzt zu den Fischgrätenarmbändern. Eins in gelb, rot und schwarz. In pink und weiß. In orange und dunkelorange. So, dann eins mal mit Anhänger, also so eine Schildi. Die da. Dann hier, das ist das ähnliche wie das gelbe. Und das hier, das glitzert. Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Gut, dann kommen wir zu den Dreifacharmbändern.
Sternenarmbändern. Das ist auch ein buntes. Das sind beide bunte Sternenarmbänder. Das ist eins in weiß und pink und rot. Und das ist ein Sternenarmband in grün, orange und pink. Gut. Das sind Maschenarmbänder. Die habe ich auch mit den Lumen gemacht. Die sehen sehr schön aus. Braucht man natürlich etwas mehr Gummibänder, aber dafür sehen sie cool. Jetzt ein besonderes Armband. Das Schlauch-Armband. Also, ich nenne das so Schlauch. Das sieht so aus wie so ein Schlauch. Und ist auch sehr dick. Und fett. Dann zu den X-Armbändern. So, das ist bunt. So mit X. Das hier auch. Und das ist auch nicht mehr so bunt. Das Knüppeldübbelarmband. Ja, das habe ich auch ohne Luhmann gefertigt. Nur mit den Haken. Und dann dieses. Also diese. Das sind ja mehrere. Doppelseitigen Armbänder. Man kann die entweder auch so tragen, so wie bei diesen beiden. Aber man kann das auch so rausdrücken, dann hat man hier so ein schönes Muster. So. Dann habe ich hier Routini-Armbänder. Könnt ihr gut das Muster sehen. In weiß, hellblau und pink. Hier nochmal das ähnliche mit türkis und rot. Hier in orange, türkis und lila. Das hier in lila, grün und pink. So, entschuldigt, meine Eltern haben gerade gestört. Dann zeige ich euch jetzt dieses Armband noch. Sieht auch so lustig aus. Es sieht aus wie so ein Routini-Armband, ist aber keins, sondern sowas ähnliches. Dann das Armband. Also das ist halt so ein Fußball-Armband. Ja, Bayern-München-Armband oder so, wie das heißt. Dann das Witzarmband. Ich nenne das Witzarmband, weil die Dinger da so rumfliegen. Und es sieht sehr lustig aus. Da könnt ihr auch damit auch schön spielen. Und ja. Das Ferienarmband. Das hat so ein schönes Muster in lila und in pink. Dann das Armband. Ja, wie das heißt, weiß ich jetzt selber nicht. Aber das ist in so in Rot, Weiß und Blau. Diese, wo dann hier halt noch sowas drüber ist. Genau, in Blau und Weiß und in Pink und in Hellblau. Das Super Loop Armband. Das hat ja noch sowas. Ja, und das war jetzt meine ganzen Blumenbänder. Also hier noch drin und dann dort. Und wenn euch jetzt irgendwelche Armbänder super gefallen, die ich noch nicht in den Videos gemacht habe, schreibt einfach ein paar Kommentare und ich mache die Armbänder, die ihr wollt.